gegrüßt. Wieder zu einer weiteren Folge. Odyssey natürlich ist klar 2.6.3. Ich habe drei Räume hier ausfindig gemacht, wobei einer auf der Anhöhe war, einer der war so offen im unteren Bereich und durch das Gitter bin ich durchgegangen, habe dann das schöne Easter Egg gesehen, also bestimmt der Gestalter, 3D-Gestalter namens Karin, der dieses wundersame Bauwerk hier gemacht hat. Also ich kann es nochmal wiederholen, astreine Arbeit, sehr gut, klasse. Dann, Moment, richtig, sollte ich vielleicht mal in mein Inventar gucken, das sollte man nämlich auch mal machen, weil mir ist nämlich aufgefallen, als allererstes habe ich ja noch meine dummen Würfel um, ja, und als Amulett, und ich habe noch ein Amulett der Kraft, welches mir noch 10 gibt, und das werde ich jetzt wieder anlegen, ergo, wir haben dann sozusagen Stärke 81, ich brauche ja für die Kämpfe in der Arena 150 oder waren, nee, das waren 120. Dann weiter. Des Weiteren habe ich ja noch einen Ring gefunden. Jetzt muss ich mal gucken, welcher das war. Gravierter Ring. Das war irgendwas mit supermächtigen Ring. Mächtiger Ring der Erzhaut. 15. Weil zwar habe ich jetzt aber nicht sofort nachgeguckt, welcher das ist. Vielleicht war er das. Ich weiß es nicht. Dann Ring der Eisenhaut, Feuerring, Ring der Steinhaut, Ring der Unbezwingbarkeit. Und nochmal Unbesiegbarkeit, dann haben wir hier Gürtel, Gürtel der Kraft und Gürtel des Schutzes, Schutz vor Waffen. Gürtel der Kraft gibt mir Stärke Bonus 5. Soll ich das mal machen? Auch Stärke. Dann gucke ich mal, was ich für Ringe anhabe. Lebenskraft und Macht. Stärke Bonus 4, wow, Geschicklichkeit, der wird auf jeden Fall anbehalten. Ring der Lebenskraft, Lebensenergie Bonus 40. Hatte ich noch einen, der ist besserer? Nee. Ja, dann werde ich mal mich anderen Aufgaben widmen, wie zum Beispiel Waffen aus der Stadt. Da habe ich 3 Bündel, aber noch kein Pulversack gefunden. Also Pulversack muss ich noch finden. Dann Dolo, komm jetzt bitte mit. Und dann springen wir natürlich weiter, bis wir in der Stadt sind. Mal gucken. Schwupps. Ich habe dann Dolo auch zum Leuchtturm geschickt. Hab mich wieder umgezogen. Und jetzt gehen wir mal zur Stadt runter. Und gucken mal, ob wir... Ich muss mich eh wieder umziehen. Ob wir die Waffenbündel finden. 3 habe ich. Ich brauche noch 2 für Lord. Für den... oben beim Milizlager. Ich ziehe mich mal eben um. Schwupps. Ich habe das Inventarmenü einfach mal weggelassen. Gut, dass man hier OBS jetzt auch pausieren kann. Weil das ließe sich schon länger pausieren. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob... es ruckelt noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mich irgendeiner abfängt. Wegen seiner verschollenen Mannen. Vielleicht sollte ich mal speichern. Sardok. Er war doch hier rechts irgendwo, oder? Nö, irgendwie nicht. Ach, ich bin jetzt von der Seite gekommen. Krieger. Wo ist er denn hin? Oh, der hat seinen Platz verloren, oder was? Später haben wir es denn eigentlich. 12.19 Uhr, okay. Ach ja, der Ork-Oberst Sardok ist ja natürlich am anderen Tor. Ist klar. Logisch. Wo ich noch nicht nachgeguckt habe, ist hier, bei ihm hier. Aber das wäre ja ziemlich riskant, hier irgendwie da Truhen zu öffnen. Water? Vielleicht sind hier irgendwie ein Pulversack. Nee. Ach, ich riskiere es einfach mal. Werde ich einfach mal abspeichern. Aber es gebietet natürlich der Logik, dass wenn ich an die Truhe rangehe, er natürlich sofort. Er macht nichts. Was haben wir denn hier? Laborwasserflasche, Wascht. Bürgerkleidung. Hä? Du siehst das? Okay. Ich war jetzt echt fest der Meinung. Lederrüstung.
Fackeln, Hammer, Zange. Ich war echt der Meinung, ich würde jetzt hier angegriffen werden. Aber das sind ja keine Ork-Klamotten. Ja, okay. Ich speichere noch nicht ab. Ork-Oberst, Myrtaner Ork-Krieger? Nö. Werde hier nicht angemahnt. Wie lustig ist das denn? Vielleicht sollte ich mal hochklettern, weil ich war noch gar nicht auf der Lauer. Um zu gucken, ob es da noch bestimmt irgendwelche anderen Eingänge gibt. Nee, das ist ja toll. Gibt's keine Türen. Super, klasse. Gehen wir mal wieder runter. Dann suche ich dann auch noch weiter nach weiteren Waffenbündeln und Pfeffersäcke, hätte ich meiner gesagt. Pulversäcke. Ja, ich habe wieder einen Turm gefunden. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Die sind ganz lustig am Labern, aber Brambach, Moment mal. Ende. Da war irgendwas mit Holz in meinem Hinterschädel. Ja, und zwar dieser Turm. Den hatte ich noch nicht. Und hier gibt es ein Waffenbündel. Also Waffenbündel Nummer 4. Ich bin gespannt, wo die Pulversäcke sind. Noch nichts sagen, erst wenn ich verzweifle. Ich springe dann mal wieder weiter zum nächsten Fundort. Das brauche ich gar nicht machen. Dann bleibt dir nur noch eins übrig. Weil hier ist ja noch ein Turm, in dem ich noch nicht war. Und das sieht gut aus. Hier ist ein Waffenbündel. Hahaha. 5 Waffenbündel haben wir jetzt. Machen wir wieder schön ordentlich zu die Tür hier. Ich brauche Ruhe. Und dann erstmal abspeichern. Und dann gucken wir uns mal hier mal. Genau, woher unsere Probleme kommen. Gucken wir uns hier mal um. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich ja, das nicht. Ah, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Also 5 Waffenbündel hätten wir jetzt, das weiß ich. Ach, hier. Ritter ist zu Hause. Buchkommode. Ah, gut, okay, gibt nichts Besonderes. Sessel. Truhe. Aha. Jawohl. Ja, Fisch. Fisch in der Truhe. Uah, stinkt das. Gut. Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich die Säcke irgendwie im Oberviertel finde. Da muss ich auch noch mal ein bisschen durchgucken. Die Pulversäcke. Da liegen die hier irgendwie hier versteckt. Nee. Ja, den Weg bin ich schon gegangen. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Gut, dass ich so ein bildliches Gedächtnis habe. Oder assoziatives Gedächtnis. Oh. Möchte ich mal wissen, wo die Türme oder die Pulversäcke sind. Wir gehen... Ah, ja. Mhm. Kann das sein, dass ich hier noch nicht drin war? Oh, hier gibt es noch einen... Hier gibt es noch einen offenen Turm. So, speichern. Hier gibt es eine Mill. Hier gibt es Holzscheiben. Oh, schön viele Holzscheiben. Bräuchte... Oh, Beutel mit 60 Pfeilspitzen. Also, Beutel mit 60 Pfeilspitzen. Auch schön. So, oh, gehen wir mal. Oh, hallo, grüß dich, mit deiner Ork-Krieger. Du, darf ich mir hier so einen Apfel nehmen? Danke. Okay. Was gibt's hier noch? Also das mit dem, in dem Raum der Gruft der Paladine mit dem Eisenring, da, dass es da noch so eine, das Gitter aufgeht, das, Pulversack. Ja, eins. Du verdammter Dieb. Okay, alles klar. Ja, dann wollen wir mal den Methaner-Ork-Krieger mal zum Schlafen kriegen. Hoffentlich klappt das. Ja, der ist schlafimmun. Das ist natürlich shit. Jetzt hat er sich mal zur Seite umgedreht. 14:28 Uhr. Ja, gut, okay. Er folgt mir... stechenden Blickes. Also, hier in diesem Turm sind wie viele Pulversäcke denn überhaupt? Was war denn das hier? Schwarzpulver sogar. Also 1, 2, 3, 4, 5 Pulversäcke. Mhm. So, und du guckst mir auf die Finger. Das heißt, ich kann hier keinen Pulversack nehmen.
Dann gilt es also, irgendwann mal zu gucken, ob dieser Myrtaner Ork-Krieger irgendwann mal schlafen geht. Und dann werde ich mich irgendwo hier in der Nähe zu einem Bettchen begeben. Bettchen, Bettchen, Bettchen. Ja, oha. Oha. Ist hier ein Bett? Hier gibt es nur ein Bier. Hier gibt es ein Bett bestimmt. So, hier ist auch keiner da. Oh, mal richtig schön Himmelsbett machen. Aber mal gucken, ob ich die Truhe öffnen kann. Jawohl, 100 goldene Stücke. Perfekt. So, hier liegt nichts mehr rum zu looten. Das ist eine Buchkommode. Kann man da was lernen? Nein, okay. Jetzt werden wir uns mal bis Mitternacht hinlegen. Schauen, ob noch dieser Orki da ist. Bis Mitternacht schlafen. Oh. Oh, das ist der... Oh. Verdammt. Was ist los, Mama? Oh, ja. Und tschüss. Das war ja der Orksche Oberst. Oh, oh. So, wo war das jetzt nochmal? Ah, hier. Scheiße. Ja, dann wollen wir mal gucken. Hey, Mora. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Ja, ist feiger gut. Mora. Wollte ihn eigentlich Angst machen. Mal gucken, vielleicht geht das doch nicht. Hey, Mora. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Willst du Schläge, Mora? Mora. Hör sofort auf damit. Ja, ich hab doch aufgehört. Und jetzt? Er ist ja noch da. Schwarzpulver könnte ich nehmen. Pulversack konnte ich auch nehmen. Den konnte ich auch nehmen. Jetzt gehe ich mal wieder hin. Yeah. Schwarzpulver. Aha. War noch ein Schwarzpulversack? Pulversack. Schwarzpulver. Oh! Wie irre ist das denn bitte sehr? Ha! Superklasse! Konnte alles nehmen! Okay. Dann gehen wir mal zum Ork-Oberst hin. Okay, verdammt. Er labert mich nicht an. Okay, dann bin ich jetzt schon mal safe. Wie cool ist denn das? Ja, dann geht's mal gleich ins Milizlager, würde ich mal sagen. Ah, geilomat. So, lass mal hier außer Reichweite gehen, du pennst. Rinn in die Klamotten, raus aus den Klamotten und erstmal raus hier. Damit ich mich umziehen kann und nicht gleich wieder gekillt werde. Ja, ja, das ist ein Ding. Ach ja, ich wollte noch sagen, ich habe ja vorher nicht abgespeichert, bevor ich die Pulversäcke da genommen habe. Ich habe nämlich einen anderen Trick probiert. Ich habe einfach die Tür vor ihm zugeknallt und dann die Sachen gelootet. Und, Moment, wo ist es? Ja. Und, wieder aufgemacht. Und alles war okay. So, dann gehen wir hier rein und dann können wir mal sagen, dass der Sessel dort steht und hier Lord André ist. Endlich. Ich konnte ihm die Waffen besorgen. Waffen oh, für die Stadt. Ja, hier, ganz wichtige Mitteilung, André. Wir müssen Präsenz zeigen, also ja. Geh und hol deine Rüstung. Ja, bitte. Nochmal auf. Ach, mein Gott, knackt der schnell. Hey, du. Ich habe die Waffenbündel. Sehr gut. Doch was ist mit den Pulversäcken? Hier sind sie. Ausgezeichnet. Dadurch hat sich unsere Lage bedeutend verbessert. Hier, nimm das als Belohnung. Ja, das ist doch gut.
Gucken wir uns gleich mal. Moment, erstmal gleich mal anquatschen. Es kann ja sein, dass was ist. Man weiß es ja nicht. Nee, ist natürlich nichts. Gut. Okay, Logbuch. Zugang zum Minental. Waffen der Stadt. Ist das jetzt. Es ist erledigt. Jawohl. Speichern. Yep. Schauen wir mal kurz ins Logbuch. Mir ist nämlich noch eine alte Geschichte eingefallen, die Sternwarte. Ich weiß nun, warum die Schwarzmagier auf Korinne sind. Sie sollen die Ankunft der untoten Armee vorbereiten und die den Orks helfen soll, ihre Feinde zu bezwingen. Das habe ich doch von, Cedric habe ich das auch erzählt. Jetzt müsste ich das noch Sean erzählen. Das heißt also, ich werde mal, den Sprung wagen. Also, auf zur Sternwarte. Reingehen und Sean besuchen. Oder kann ich noch irgendwie vorher ins Bett? Denn ich möchte es gerne hell haben. Mama. Sean ist ja im Bett, ne? Oder? Wo ist Sean? Seiner Kammer hier? Ja, da ist er. Gut, okay. Dann gehen wir mal hier ein bisschen in den Bereich rein. Ja, ich werde Korinnes verlassen, unterrichte mich zum. Ich will meine magische Kraft steigen, handeln. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Nee, dann weiß er schon Bescheid. Sorry, Leute. Machen wir mal einen Abstecher zum Kloster. Können da hier mal eine Runde pennen. Jawohl. Denn nichts ist schöner als ein heller, sonniger Tag. Warum gehe ich jetzt hier hin? Ich muss einfach nur mal gucken. Parlan. Moment mal. Das Buch. Das heißt, Babbo muss hier irgendwo sein. Ich glaube, da ist er, da ist er, da ist er. Babbo, stehen bleiben. Warte mal. Also, wegen des Kräuterbuches, ne? Da hat er leider nichts gequatscht. Gucken. Pyroka, ich habe den Novizen Babbo gefunden. Na also. Ich habe den Novizen Babbo gefunden. Er ist jetzt wieder auf den Weg ins Kloster. Ich danke dir. Das ist eine gute Nachricht. Nimm dieses Gold von mir als Belohnung für deine Hilfe. Danke, Pyroka. Ja, sehr gut. Gibt's noch was? Alte Magie lernen. Nee, ich brauche Kraft und Geschick, um in der Arena zu kämpfen. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Da habe ich jetzt keinen Nerv, da irgendwie meine Ultbar. Wie ist die Lage? Kann man noch was fragen? Wie ist die Lage? Ach, die Zeiten sind schlecht, mein Sohn. Ja, deswegen muss ich sparen an Lernpunkten. Dann werde ich mal hier an der Stelle mal abspeichern. Gucken wir mal ins Logbuch. Der verschollene Novize, ob der da ist. Ja, da ist er. Quest erledigt. Wunderbar. Gucken wir weiter. Es gibt dann noch so einen neuen Waffengefährten. Der da heißt Sergio. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Ich suche einen Waffengefährten. Ich suche einen Waffengefährten. Na und? Warum kommst du da zu mir? Ich werde nur einem meiner Brüder beistehen. Ja, sorry. Inos erleucht. Ja, diese Konversation kennen wir schon. Wo geht's denn jetzt noch hin? Ja, ich würde erst zuallererst die Quests machen, die sich in der Stadt befinden. Zum Beispiel Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Den Hobel habe ich geklaut. Ich brauche nur eine Raspel, wo ich die finden kann. Ein Kommentar, ein kleiner Hinweis wäre an der Stelle ganz nützlich von euch. Da bedanke ich mich schon mal im Voraus. Dann
Der Einsiedler in den Bergen, da könnte ich mich mal eben hinbegeben. Knecht Gunnar, soweit ich mich erinnere, kommt man an der alten Krypta viel besser hinauf in die Berge. Ich sollte daher versuchen, dort hochzuklettern. Ich würde nämlich zu gerne wissen, wer dieser eine Siedler ist, also der Einsiedler. Yep. Jawohl, dann machen wir mal diesen Sprung zum Großbauern. Jawohl, und Krypta, Kräuterhexe, das wäre dann in dieser Richtung. Ich mache mal einen Sprung dorthin, also ihr wisst Bescheid, bis dann. Ja, korrigiert mich, wenn das hier nicht diese alte Krypta ist, der ich ja schon war. Weil hier in diese Richtung geht es ja zur Kräuterhexe. Ach, was sage ich denn da? Map. Richtig, genau. So, und am besten hinter der Krypta hochklettern. Also hier sind Berge. Das ist schön bergig hier. Da muss ich irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Hier hin hochkomme, das sieht gut aus. Speichere ich mal. So. Ohne dass ich noch ein bisschen vorgescoutet habe im Offscreen. Ich mal hier entlang gegangen und da ist mir sofort aufgefallen, da sind Steine, die normalerweise da nicht sein sollten. Und hier liegen Klamotten rum. Oh, Jumpfkraut. Und ich glaube, als allererstes bin ich nur auf einen Stängel in der Mitte des Weges geraten. Nein, dann nicht. Also auf jeden Fall sind da schon mal hier versteckte Hinweise. Entweder da lang oder da lang. Gucken wir mal, wo kommen wir denn hier lang? Wird eine ganz schöne Kletterei, hieß es. Also gucken wir erstmal hier hoch, kommen wir nicht. Hier geht's wieder runter, da könnte man rüberspringen, aber das wäre dann eine Sackgasse. So sieht es zunächst aus. Also zurück. Da hinten den Weg lang. Also das ist schon mal ganz gut, dass man wenn man nicht weiß, wo lang man geht, dass der... Oh, Programmierer. Ich wollte es gerade sagen. Irgendwelche Hinweise legt. Das kenne ich noch aus alten... mit was habe ich denn als erstes angefangen? Ego-Shooter. Quake. Nee, Quake kam viel später. Duke Nukem, richtig. Da wusste man immer, wo was war. Also hier ist nur Textur. Duke Nukem und Doom. Das sind so die alten Teile, die ich mal gespielt habe. So, was weiß ich. Anfang 2000. Aber hier, mal gucken. Geht's hier weiter? Nein. Da ist was da hinten. Umziehen. Man kann ja nie gut gerüstet sein. Zack. Abspeichern. Und, ist das ein Häuschen? Da hinten krabbelt doch was. Ist doch was. Gilbert? Blauflieder? Wildbeere? Okay. Einsiedler Gilbert. Okay. Schauen wir erstmal ins Haus. Sieht doch gut aus. Richtig übelst. Brot, Wasser, gebratenes Fleisch, Weintrauben. Was war das jetzt nochmal? Ein Stängel Sumpfkraut. Ja, Gilbert ist Kiffer. Wo ist das? Die Truhe mal eben kurz knacken. Jawohl. Oh Gott. Wasser und Käse. Der hat natürlich hier ein Einsiedlerleben. Aha, hier gibt es Sachen zu looten. Außer Holzscheibe. Aha. Eine Säge gibt es dort. Die holen wir auch mal.
bevor ich einen Gilbert... Was machst du denn hier? Hab nicht auf Besuch hier um. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Ja, natürlich. Ich habe ja auch Hinweise gehabt. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager Miental. Hatte Ärger mit Gommes Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kriegt kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Altes Lager? Minental? So, so. Wie ist eigentlich dein Name? Ich glaube Gilbert oder so. Ist schon lange her, dass ich mit einem Menschen geredet habe. Sei mir daher nicht böse, wenn ich nicht so viel mit dir quatsche. Bin nicht mehr gewohnt, mit Menschen zu sprechen. Ach ja, richtig, der Gilbert. Wovon lebst du denn hier? Oh, na, von was wohl? Brot, Käse, Fleisch. Willst du noch mehr wissen? Was du nicht sagst. Aber woher bekommst du denn das Zeug? Nun, von überall her. Zuletzt habe ich mich bei Ones Hof damit eingedeckt. Dann scheinst du ja eine Menge Gold zu besitzen. Gold? Nee. Aber ich habe Erz. Magisches Erz. Aha. Du hast magisches Erz? Woher hast du das denn? Du siehst mir wie ein ehrlicher Kerl aus. Na schön, ich verrate es dir. Aus einer Mine. Ich würde dich sogar auch an dieser beteiligen. Allerdings unter einer Bedingung. Unter welcher? In letzter Zeit werden mir ständig Lebensmittel geklaut. Und die Diebe werden leider immer dreister. Ja, ne? Wer sind denn die Diebe? Ja, ich. Goblins. Sie haben weiter hinten am Ende der Schlucht ihr Lager. Wenn du dafür sorgst, dass mich die Biester in Ruhe lassen, bin ich bereit, dir mehr über die Mine zu sagen. Aha, Gilbert. Noch was? Nein. Speichern. Ja, dann gucken wir doch mal hier. Wo ist denn der? Ach, da oben. Gilberts Goblin-Problem. Yep. Okay. Und dann wollen wir erstmal hier weiter gucken. Mal die Holzscheibe unterm Arsch wegziehen. Die Holzfäller-Axt. Hier kann ich Holzstumpf. Das mache ich aber offscreen. Und, Ende der Schlucht, meint er die hier? Laufliederchen Waldbeere. Naja, im Grunde genommen wächst auch ziemlich viel zu futtern für ihn. Für den Gilberts. Na, ach, hier komme ich gar nicht weiter. Wir hätten hier seinen Tannenbaum entsorgt. Lauflieder. Goblin-Problem. Wo ist das Goblin-Problem? Da hinten? Ja, da hinten ist das Goblin-Problem. Die dürfte ich doch eigentlich... Das sind schwarze Goblins. Okay. Speichern wir mal. Schauen wir mal. Goblin-Problem. Ah, da ist schon der erste. Na, komm doch her. Ah, das sind zwei Stück. Okay. Futsch. Da ist nicht zu holen. Ich bin ja jetzt ein Meister. Ein Schwertmeister. Wo ist der andere? Der ist hier. Oh, die hat einen dummen Pilz. Wie viele sind's denn? Wie viele Gobos? Gucken, gibt's hier noch was? Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Den machen wir doch irgendwie nebenbei. So. Was ist ein Goblin? Nicht zu holen. Minus Krieger. Goblin. Freizeichen. Minus. Freizeichen. Krieger. So. Ich vermute auch mal, dass es hier keine Questansage gibt, ob ich alle Goblins getötet hätte. Was raschelt denn hier so? Oh, da hinten ist ein Feuer. Ein Feuerchen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, da hinten sind noch mehr. Ah. Speichern. Nein, doch nicht. Ist mir zu knapp. Ja, los. Geschafft. Nicht zu holen. Wunderbar. Mhm. Man sieht die Gobbys hier gar nicht. Da ist nicht zu holen. Die haben eigentlich nur wertloses Zeug bei sich. Oh. Okay, ich höre noch welche. Okay, gibt's hier was? Oh, hier gibt's auch einen.
So. So. So, auf die Popo mit dem Gobo. Boah, egal. Das lasse ich jetzt alles liegen. Oh, wo geht's denn hier hin? Gucken wir erst noch mal zum Lagerfeuer hin. Hauen noch den einen auf die Mütze. So, Grütze. Liegt hier rohes gebratenes Fleisch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Gebt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurückgehe zum Gilbert. Er hat eigentlich die Stimme. Da ist nicht zu holen. Ja, ich könnte Gilbert auch vertrauen. Nee, tschüss.